Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu Dragoran in Pokémon Rot und das ist mal wieder ein Pazifismus-Run, der sich einige Male gewünscht wurde, weil das Pokémon natürlich extrem beliebt ist und ich habe es auch sehr gerne. Es ist ein Drache-Flug-Pokémon mit einer Basiswertsumme von 600. Das ist schon sehr, sehr viel und das Pokémon hier ist auch im Pseudo-Legendary. Und der physische Angriff ist bei 134 und das ist einfach nur perfekt. Das kann sich wirklich sehen lassen und die anderen Werte sind auch so ungefähr bei 100, nur die Init ist bei 80 und das ist ein bisschen schade, weil Dragoran levelt nicht so schnell und ich werde deswegen später im Run einige Male outspeeded werden. Bisschen ungünstig, aber damit muss ich leider leben. Es gibt aber noch ganz andere Schwierigkeiten. Zunächst mal Dragoran mal 4 Schwäche gegen Eis. Und eine der stärksten Trainerinnen im gesamten Run ist die gute Lorelei in der Liga. Und ich werde dort vermutlich unterlevelt ankommen. Das ist durchaus ein Problem. Und ich habe noch weitere Schwächen gegen Gestein und Drache, wobei die Feenschwäche hier natürlich nicht mattert. Ich habe aber auch einige Resistenzen gegen Feuer, Wasser, Kampf, Käfer, Pflanze und die Bodenresistenz. Also das Pokémon hier ist auch halbwegs defensiv und wird auch einige gute Matchups haben. Was aber bei Dragoran in der ersten Generation das größte Problem ist, ist einfach die Coverage. Es gibt in der ersten Generation praktisch gar keine Drachenattacken und Dragoran wird nur Drachenwut bekommen auf Level 45. Das bringt einfach rein gar nichts und Flugattacken werde ich tatsächlich auch nicht erlernen. Habe ich erwähnt, dass Dragoran weder Flügelschlag lernen kann, noch Fliegen in dieser Generation? Ich weiß wirklich nicht wieso, aber Game Freak hat sich dazu entschieden, dass Glurak und Dragoran offensichtlich nicht fliegen können. Absolut lächerlich, aber ja, ich werde mit Step praktisch im gesamten Run nie angreifen können. Es gibt zwar noch ein paar andere Attacken, die ich zur Auswahl habe, beispielsweise Wickel, was in dieser Gen natürlich komplett broken ist, aber viel mehr werde ich dann halt nicht kriegen. Und einige praktische TMs beispielsweise wie Body Slam sind auf der Pazifismus-Route nicht holbar. Bevor wir jetzt aber anfangen, noch ein paar Infos zu meinem heutigen Sponsor und das ist mal wieder Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends ist eines der bekanntesten Mobile-Games auf dem Markt und es ist vollkommen kostenlos und ihr könnt es euch ganz einfach herunterladen, indem ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Im Spiel gibt es über 600 verschiedene Champions, die alle aus einzigartigen Fraktionen stammen und heute stelle ich euch den neuesten Boss aus Raid vor, und zwar die Hydra. Die Hydra ist der bisher größte und verrückteste Boss mit 6 verschiedenen Köpfen, die jeder für sich quasi schon einen Bosskampf darstellen. Da haben wir zum Beispiel den Kopf des Leidens mit der Fähigkeit Schmerzlink, die es ihm ermöglicht, seinen littenen Schaden mit euch zu teilen. Wenn ihr also den Kopf verletzen solltet, werdet ihr selbst auch leiden und ihr könnt sehr schnell euer gesamtes Team verlieren, wenn ihr nicht aufpasst. Wenn ihr also gegen den Kopf gewinnen möchtet, müsst ihr Champions mitnehmen, die sich halt um den Schmerzlink-Debuff so ein bisschen kümmern können. Und als nächstes haben wir dann den Kopf des Unheils, der dafür sorgen kann, dass im Kampf pures Chaos ausbricht. Die Besonderheit von diesem Kopf ist nämlich, dass er euren Champions alle Buffs stehlen kann und an andere Hydra-Köpfe verteilen kann. Gleichzeitig könnt ihr diesen Kopf aber auch nicht einfach aus dem Kampf nehmen, weil er eure Angriffe nämlich auf andere Hydra-Köpfe umleiten kann. Das heißt, das pure Anvisieren dieses Kopfes ist bereits keine leichte Aufgabe. Und natürlich gibt es auch noch die 4 weiteren Köpfe der Hydra und unzählige weitere Bosse, die ihr in Raid besiegen könnt. Also schaut auf jeden Fall mal rein, ihr findet sicherlich euren eigenen Favorite. Doch was ist denn eigentlich diesen Monat neu bei Raid? Raid verschenkt derzeit an jeden Spieler einen limitierten Super-Champion. Und diesen Champion werden einige von euch sogar kennen, denn es handelt sich hierbei um die E-Sports-Legende und Navi-Superstar Simple. Ab sofort und bis zum 28. Januar 2022 ist der limitierte Champion von Simple sowohl für neue als auch für alte Spieler in Raid kostenlos erhältlich. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist zwischen heute und dem 28. Januar 7 Tage lang eingeloggt zu sein und danach gehört der Champion euch. Ich denke, das wollt ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen, weil danach kann man den Champion nicht mehr erhalten. Und damit nicht genug, denn Raid hat aufgrund der Feiertage einen vollen Zeitplan festlicher Aktivitäten mit besonderen Events und Turnieren und sogar neuen Fusionsevents, die euch dabei helfen, festliche Champions zu eurer Sammlung hinzuzufügen. Wenn ihr jetzt also kaum erwarten könnt, all diese teuren Neuerungen zu entdecken, dann klickt auf jeden Fall auf den Link in der Beschreibung und verschafft euch einen kleinen Vorsprung. Denn dort bekommt ihr den kostenlosen Champion Einar, 200.000 Silber, einen XP-Booster, einen Energieauffüller und einen antiken Splitter, damit ihr euch einen fantastischen Champion holen könnt, sobald ihr in das Spiel kommt. Die Belohnung bekommt ihr wie immer in eurer Inbox, aber ihr müsst schnell sein, denn die Belohnung ist nur für die nächsten 30 Tage verfügbar, nachdem dieses Video online gegangen ist. Mich persönlich findet ihr im Spiel unter dem Namen Creepfan und ihr könnt sehr gerne meinen Clan beitreten und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Spiel hier mal eine Chance geben würdet, denn es ist nicht umsonst eines der größten Mobile Games überhaupt und es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Von daher klickt gerne auf den Link in der Beschreibung, denn dort könnt ihr euch das Ganze wie gesagt kostenlos runterladen.
Ich würde jetzt aber sagen, wir starten mal mit dem heutigen Run und ich kann euch schon mal eine Sache versprechen, wir werden nicht die Hälfte des Runs einfach so mit Wickel cheesen, ich will es ein bisschen spannender gestalten, aber dazu kommen wir gleich, es wird ein interessantes Video. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit der Wahl meines Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden, hier meinem Rivalen ein Shiggy zu geben, damit er später ein sehr starkes Turtok haben wird, was mich sogar in der Liga mit Blizzard angreifen kann im Champ-Battle. Der wird dann einen Turtok haben auf Level 65. Das ist schon echt eine Ansage, weil so gut gelevelt werde ich niemals sein. Aber gut, dazu später mehr. Ich würde sagen, das ist die schwierigste Wahl, die ich irgendwie hätte treffen können. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Laura genannt, nach einer Zuschauerin. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt es sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los hier mit dem ersten Kampf gegen meinen Rivalen. Und jetzt ist eine Sache ziemlich entscheidend. Mein Moveset ist zu Beginn extrem eingeschränkt. Ja, theoretisch hat Dragoran bereits 4 Attacken hier, nämlich Wickel, Silberblick, Donnerwelle und Agilität. Aber die einzige Schadensattacke darunter ist halt Wickel. Und die hat 15er Basisstärke und das ohne Step. Das ist ein bisschen bitter. Die Attacke ist zwar zumindest physisch und in der ersten Generation ziemlich broken, weil man den Gegner dort quasi ewig festhalten kann, ohne dass er sich wehren kann. Und damit kann man eigentlich fast jedes Pokémon besiegen, wenn man es outspeeden kann. Wir werden es uns aber heute wie gesagt nicht so einfach machen. Ich werde Wickel immer nur dann verwenden, wenn es unbedingt sein muss. Und ich war gespannt darauf zu sehen, wie oft Dragoran auf so eine unfaire Attacke überhaupt angewiesen ist. Aber ja, beim ersten Battle geht es nicht anders, ich habe keinen anderen Damage-Move. Und wer es jetzt lame finden sollte, dass wir Wickel überhaupt haben, der muss sich eine Sache ins Gedächtnis rufen. Es geht jetzt direkt weiter mit Rocco und hätte ich Wickel hier nicht, könnte ich hier nicht mal antreten. Dragoran erreicht Rocco hier auf Level 6. Es ist einfach nur erbärmlich und ich hätte hier normalerweise nicht den Hauch einer Chance. Dadurch, dass ich hier aber Wickel habe, ist natürlich deutlich mehr möglich. Ich kann Agilität einsetzen, dann kann ich alles outspeeden, wenn ich das möchte. Das ist aber stellenweise nicht mal notwendig, weil Bodengesteins-Pokémon nicht so schnell sind. Und wenn Wickel hier immer trifft und ich sehr, sehr lange Chains bekomme, die stellenweise auch kritten können etc. oder einfach 5 Züge lang gehen, dann ist dieser Fight hier tatsächlich mathematisch gewinnbar. Es ist aber durchaus eine reine Qual. Wir hatten schon Runs, wo ich hier beispielsweise mit Feuerwirbel angetreten bin und das ist wesentlich praktischer. Die Attacke wird zwar auch resistiert und hat schlechtere Genauigkeit, aber die ist zumindest speziell gewesen. Bodengesteins-Pokémon haben eine sehr gute physische Verteidigung und Kleinstein beispielsweise kann auch ein Igler spammen, was das Ganze nicht unbedingt angenehm macht. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwann die Hornlio-Situation erreiche und den Kleinstein einfach null Damage mache bzw. meine Attacke fehlschlägt, weil der Schaden zu gering wird. Das kann in der ersten Generation nämlich passieren. Es ist wirklich bitter, aber man kann das Ganze sich nicht leichter machen, es gibt keine Option. Das Gute ist aber, dass Rocco offensiv keine so große Bedrohung darstellt. Weil spätestens, wenn man irgendwann vor Onix steht, macht das die meiste Zeit nur Geduldspam und es ist komplett irrelevant. Weil es werden dann immer nur so ein paar KP zurückgeworfen, da ich ja logischerweise selber praktisch gar keinen Damage verursache. Dieser Kampf hier wird sich eine Ewigkeit ziehen und gerade Versuche zu grinden ist hier richtig schlimm, weil die Versuche sehr dermaßen lange sind. Es ist aber zumindest gewinnbar und dank Wickel können wir diesen Run hier überhaupt erst spielen. Denn es ist möglich, pazifistisch Rocco mit Wickel zu besiegen nach einer sehr, sehr langen Zeit. Ich kann keinem empfehlen, das nachzumachen, Spaß ist was anderes. Und es kann sogar sein, dass ich diesen Kampf hier zusammenschneiden muss für euch, weil er so dermaßen lang ging. Aber das Gefährlichste sind hier auf jeden Fall die AP, weil Wickel kann relativ schnell mal leer gehen. Wer jetzt aber denken sollte, dass ich ab Azuria City ohne Wickel weiterkomme, der hat sich leider komplett geschnitten, weil es gibt keine Möglichkeit, Dragoran so wirklich aufzuwerten. Und somit ging es mit Wickel direkt zum Azuria-Rivalen. Und ja, man kann tatsächlich hier Aquaknarre haben. Das ist die eine Attacke, die man Dragoran hier zusprechen kann, weil die TM dafür findet man zu Beginn des Mondbergs. Der Haken ist nur, die Attacke ist furchtbar. 40er Basisstärke ohne Step mit dem schlechten Angriffswert von Dragoran, das macht keinen Damage. Und tatsächlich hat der Rivale ja auch hier einen Shiggy, weil wir den möglichst schwersten Rivalenstarter gewählt haben. Und deswegen gibt es hier nun mal keine andere Option, als erneut auf Wickel zurückzugreifen. Wie gesagt, ich werde die Attacke so schnell wie möglich einstellen, aber derzeit habe ich einfach gar keine andere Option, weil Dragoran einen dermaßen schlechten Movepool hat in der ersten Generation. Nicht mal Mega-Hieb aus dem Mondberg kann es lernen, weil die TM hätte ich auch gefunden. Naja, wie auch immer. Ich habe dann das Beste aus der Situation gemacht und vor allem die gefährlichen Pokémon vom Rivalen erstmal paralysiert, bevor ich sie mit Wickel besiegt habe.
aber gerade dieses Taboga vorne konnte mich krass vorbelasten und es kommen ja dann noch Abra, was ein bisschen AP verbraucht, sowie Radfratz und Shigi. Und deswegen zieht sich der Kampf hier und er ist durchaus verlierbar, auch mit Wickel. Wie gesagt, Wickel trifft ja nicht mal garantiert. Das Gute ist aber, ich kann hinten raus die Wasserattacken von Shigi resistieren und das macht das Ganze hier ein bisschen angenehmer. Es ist definitiv bei weitem nicht so schlimm gewesen wie der Kampf gegen Rocco und auch lange nicht so unkonstant, aber eine Weile dauert es trotzdem. Wo es aber dann langsam ziemlich lächerlich wird, ist bei Misty. Denn ja, Freunde, ich kann auch hier mal wieder nur mit Wickel und Aquaknarre antreten. Es ist immer noch nicht möglich, andere TMs irgendwie vorzuziehen, um Dragoran so stark zu machen, dass ich auf Wickel nicht mehr angewiesen bin. Ich meine, man könnte beispielsweise Schaufler bekommen, oberhalb von der Tsuriya City, nachdem er den Rivalen besiegt hat und bei der Nuggetbrücke war. Allerdings kann Schaufler von Dragoran nicht erlernt werden. Und Body Slam beispielsweise auf der MSN, was man ja sogar vorziehen könnte, die TM zu holen, ist nicht erreichbar im Pazifismus, weil die wird leider blockiert von einem Random Trainer. Übrigens kann man dort auch Erholung nicht holen, weswegen ich Erholung in Pazifismus-Runs in der ersten Generation bisher nie verwenden konnte. Das geht leider nicht. Ja, und dementsprechend musste ich hier bei Misty antreten, mit tatsächlich erneut Donnerwelle und Wickel. Um es aber möglichst spannend zu machen, bin ich jetzt möglichst unterlevelt in den Kampf gegangen, direkt nach dem Rivalen, bevor ich bei der Nuggetbrücke war. Und das hat diesen Fight hier dann doch recht knapp gemacht. Ihr seht schon, ich versuche immer das Maximale aus dem Runs herauszuholen und irgendwie das Ganze unterhaltsam zu gestalten, auch wenn ich auf so Moves wie Wickel angewiesen bin. Manchmal geht's halt nicht anders und dementsprechend muss man damit leben. Starmie ist ja aber schon ein sehr starker Gegner und man sieht so ein bisschen, was passieren kann, wenn Dragoran mal unterlevelt ist. Und wir werden noch einige Male in diesem Run hier unterlevelt sein, vor allem auch beispielsweise nach dem Sprung der Levelkurve. Aber Misty konnte ich jetzt so besiegen. Ich habe aber jetzt auch gute Nachrichten. Von Misty bekommt man dann nämlich Blubstrahl und das ist eine etwas bessere Wasserattacke als Aquaknarre. Und damit wollte ich jetzt antreten gegen meinen Rivalen auf der MSN, um zu schauen, ob ich Wickel eigentlich noch brauche. Man muss aber auch dazu sagen, er hat jetzt Shillok. Positiv ist hier schon mal, dass man den ersten drei Pokémon sehr viel Schaden machen kann, also sowohl Taboga als auch Radikal als auch Kadabra bekommen hier sehr viel Damage vom Blubstrahl. Man wird aber dennoch krass vorgeschwächt und man ist extrem abhängig von den Attacken vom Rivalen. Wenn er sich dazu entscheiden sollte, mich permanent zu attackieren und wenn vor allem Radikal und Kadabra extrem offensiv spielen, kann es hinten raus extrem knapp werden. Weil wenn ich den Kampf hier nur mit Blubstrahl entscheiden möchte, dann darf ich natürlich auch gegen Shillok Wickel nicht einsetzen. Und Blubstrahl ist dann nicht sehr effektiv und macht einfach nicht allzu viel Schaden. Ja, ich kann Wasserattacken resistieren, ähnlich wie auch eben bei Misty, aber trotzdem kann Shillok extrem gefährlich werden, wenn ich bereits maximal vorbelastet bin. Der Kampf hier wird sich so zwar eine Weile ziehen, er ist aber durchaus ohne Wickel schaffbar. Und damit habe ich jetzt zum ersten Mal einen Boss besiegen können, ohne den unfairen Move, den ich eigentlich vermeiden wollte. Und jetzt war es natürlich spannend zu sehen für den Rest des Runs, wie oft ich noch auf die Attacke angewiesen bin. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt zum Kampf gegen Major Bob, den Elektro-Arena-Leiter, und hier habe ich leider ein Problem. Da Dragoran Drachenflug ist, kann ich Elektro nicht resistieren, was bei Drachen ja normalerweise gegeben wäre. Und das ist besonders bitter bei Dragoran, weil ich ja Flugattacken gar nicht lernen kann, also ist der Typ hier eher eine Hürde. Wie auch immer, Major Bob würde Flugattacken ja sowieso resistieren. Es geht bei diesem Kampf hier vor allem um zwei Faktoren. Man darf erstens nicht paralysiert werden von irgendwelchen Pokémon und zweitens darf er das Raichu von Major Bob nicht mit Donnerblitz spammen, weil die Attacke einfach komplett broken ist im Early Game und die hat auch eigentlich hier nichts verloren, aber Game Freak hat sich dazu entschieden, die Major Bob hier zu geben. Bei einem meiner Tries wurde ich hier beispielsweise paralysiert von Pikachu und hatte dann einfach praktisch gar keine Chance mehr. Man wird ja auch generell nur sehr schwer irgendwas outspeeden, weil Major Bob stellenweise X-Tempo spielen kann. Ein sehr, sehr unfaires Item, was die Init erhöht. X-Items generell würde ich niemals nutzen in Challenge-Runs, es ist ziemlich dämlich, aber ja, die KI kann die stellenweise einsetzen. Wie auch immer, wenn die Raichu nicht mitspielen sollte und es spammt wirklich permanent Donnerblitz, dann kann man nur sehr schwer gewinnen. Wenn man aber einen Try bekommt, wo man beispielsweise nicht paralysiert wird und dann bei Raichu halbwegs gutes RNG hat, dann ist die Arena gar nicht mal so schwer. Ja, Blubstrahl kann ihn nur neutral treffen und die meisten Elektro-Pokémon haben auch einen soliden Spezialverteidigungswert in dieser Gen, aber ich mache trotzdem ganz soliden Schaden, weil die Basiswerte von Dragoran halt einfach gut sind. Auch der Spezialangriff ist mit 100 durchaus sehenswert, auch wenn ich natürlich eher physisch angreifen würde, wenn ich dazu die Möglichkeit hätte, abgesehen von Wickel. Dieser Fight hier ist gut schaffbar und den dritten Orden kann man relativ angenehm mitnehmen. Und dann bekommt man von Major Bob sogar die Attacke Donnerblitz.
Und tatsächlich beginnt dann eine sehr, sehr langweilige Phase im Run, die ich nicht großartig durchsprechen muss. Der Explosionshiker beispielsweise im Felstunnel hat keine Chance gegen Blubstrahl. Und dann ist man in Lavandia beim nächsten Rivalenkampf, den man aber komplett zerstören kann über Donnerblitz, weil man dann einfach Tauboga und Shillok sehr effektiv aus dem Leben nimmt, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und dann kommt Erika in der Pflanzenarena, und was soll ich sagen, Freunde, in derselben Stadt kann man auch im Einkaufszentrum die TM bekommen für Ice Beam. Um Pflanzenattacken kann man Dragoran vierfach resistieren. Dass die Arena also nicht so spannend wird, wird vermutlich keinen überraschen. Und Giovanni in der Spielhalle hat zwei Bodengesteins-Pokémon mit ebenfalls einer fetten Eisschwäche. Die haben also alle keine Chance gegen mich. Wo es dann aber durchaus wieder relevant wird, ist nach dem Sprung der Levelkurve beim Rivalen im Silfko-Gebäude. Weil der hat jetzt 5 Pokémon, die alle voll entwickelt sind, und das ist generell eine der größten Difficulty-Spikes im gesamten Spiel, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Es mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber eigentlich besteht dieser Bosskampf hier nur aus 2 Pokémon, und zwar aus Simsala und Turtok, weil die anderen 3 sind vollkommen egal. Tauboss kann ich sehr effektiv angreifen über Ice Beam und Donnerblitz, also das Pokémon hat praktisch gar keine Chance, wird mir nur wenig Schaden machen. Das Vulcano ist generell kein starkes Pokémon und Feuerattacken kann ich sogar resistieren, also ist das eher ein Witz. Owei hat auch mal wieder eine fette Eisschwäche und dann stehe ich schon vor Simsala. Dann wird's allerdings bitter. Ich kann das Pokémon beispielsweise paralysieren, das geht, und da kann ich hoffen, dass es irgendwie eine Fullpara frisst, aber ich werde hier mit Ice Beam und der Donnerblitz kaum Schaden machen und ich kriege das Ding nicht tot. Und so ein Psy-Strahl beispielsweise, vor allem noch mit Crit, nimmt mich komplett aus dem Leben. Ich meine, Dragoran ist hier komplett unterlevelt und Simsala ist eines der besten Pokémon der gesamten ersten Generation. Dieser Kampf hier wird also leider nicht ganz so einfach. Letztendlich blieben mir für diesen Fight hier eigentlich nur 4 verschiedene Optionen. Ich hätte theoretisch auf Wickel gehen können, was ich aber vermeiden wollte, weil das ziemlich lame wäre. Ich hätte direkt zu Kuga gehen können, um Erfahrungspunkte vorzuziehen. Das fand ich aber auch nicht so cool, weil ich wollte den Kampf hier auf diesem Level schaffen, falls es irgendwie geht. Ich hätte beispielsweise in der Spielhalle Geld farmen können. Nach einer Ewigkeit hätte ich mir dann Hyperstrahl kaufen können, um damit Simsala zu cheesen. Oder ich grinde auf einen Freeze gegen Simsala. Und das ist ja auch die beste Option. Zu 10% kann man Simsala einfrieren und wenn das passieren sollte, der kann jetzt in der ersten Generation nie wieder auftauen. Ich weiß, es ist ziemlich dämlich, aber ja, es gibt keine Auftaumechanik in der ersten Gen und deswegen sind Eisattacken generell ziemlich broken manchmal. Ziemlich komisches Game-Balancing, aber ja, das ist halt Gen 1. Das heißt aber noch lange nicht, dass man gewonnen hat, wenn Simsala wirklich mal eingefroren wird. Weil es kommt dann auch Turtok und das ist Level 40. Und das Ding outspeedet mich mit Biss, eine Attacke, die mich flinchen lässt. Wirklich bitter, aber ich habe noch einige Male hier verloren, selbst nachdem ich das Simsala derartig gecheased hatte. Und das zeigt in meinen Augen einfach mal wieder, wie stark der Rivale im Silfko-Gebäude eigentlich ist. Ich meine ganz im Ernst, Freunde, es gibt im gesamten Franchise praktisch gar keinen Difficulty-Spike, der dermaßen übertrieben ist. Der Schritt von Erika und Giovanni hin zu diesem Kampf ist komplett absurd. Das liegt aber wie gesagt daran, dass man eigentlich hier einiges tun soll zwischen Erika und diesem Kampf. Man soll die Routen nach Vuxania City erforschen und die ganzen Rüpel im Silfko-Gebäude klatschen. Dadurch, dass ich das aber nicht tue im Pazifismus, ist der Kampf natürlich anspruchsvoll. Man kann hier aber manchmal durchaus das Turtok besiegen, wenn man es beispielsweise paralysiert, damit es einen nicht mehr flinchen lassen kann, oder wenn man das einfach in Grund und Boden crittet oder so mit dem sehr starken Donnerblitz. Dieser Kampf hier ist gewinnbar. Und es mag euch jetzt vielleicht überraschen, aber ich wollte jetzt rausfinden, ob ich auch gegen Kuga und Pyro gewinnen kann, ohne Wickel und ohne die Erfahrungspunkte vom nächsten Giovanni-Battle und von Sabrina vorzuziehen, weil die beiden Kämpfe sollten ja eigentlich nicht unfassbar hart sein. An Simsala beispielsweise bin ich ja jetzt schon gewöhnt. Wir kommen also direkt zu Kuga. Und bei diesem Kampf hier ist eine Sache unfassbar wichtig. Man muss permanent das Finale von Smogmog im Kopf behalten, weil das kann theoretisch jederzeit passieren. Wenn also beispielsweise vorgeschwächt wird von den Smogons oder dem Slymog oder vergiftet wird, muss man so ein bisschen mitrechnen, ob man sich noch einen Final-Hit erlauben kann. Weil wenn ja, dann könnte das sehr, sehr knapp werden. In meinem Fall allerdings bin ich hier nach Finale im sehr, sehr tiefen roten Bereich gelandet, obwohl ich vergiftet war und konnte den Orden dann mitnehmen. Ziemlich unterhaltsam und damit können wir jetzt zu Pyro gehen, der mit seinem Makani bis auf Level 47 hochgeht. Das ist schon echt krass. Und euch mag vielleicht aufgefallen sein, ich habe gar keine Wasserangriffe mehr. Ich mein Blubstrahl war dermaßen schwach, dass ich die Attacke entfernen musste, um Platz für Donnerblitz und halt einfach Eisstrahl zu schaffen.
Und Surfer möchte ich nicht lernen auf meinem Dragoran, weil ich die Attacke nie wieder verlernen könnte. Es gibt keinen VM-Verlehr-NPC in der gesamten ersten Gen, ich weiß nicht wieso, aber es wurde leider so designt. Ich muss jetzt also gegen Pyro kämpfen, der massiv überlevelt ist, ohne eine Wasserattacke. Wie kann ich also hier gewinnen? Naja, ganz einfach, mit der Attacke Hyperstrahl. Weil die Attacke ist in der ersten Generation ziemlich broken und man kann sie sich theoretisch jederzeit kaufen in der Spielhalle. Und ich hatte jetzt auch genug Geld dafür, ohne großartig dafür grinden zu müssen, weil ich ja die letzten paar Boss-Battles ganz gut hinbekommen habe. Und ja, Hyperstrahl ist in der ersten Generation eine Normalattacke, die physisch ist, mit 150er Basisstärke und die muss sogar nicht aussetzen, wenn ich damit gerade einen Kill gemacht habe. Ich kann hier also ohne Probleme die schwachen Pokémon one-shotten, mein Galoppa beispielsweise einfrieren, wenn ich lucky bin, und dann kann ich gegen Arcani Hyperstrahl machen, während das beispielsweise Supertränke verwendet, weil die KI von Pyro, die ist ja stellenweise ziemlich dämlich. Und wer sich jetzt gewundert hat, warum meine Eisattacke bei Galoppa so viel Schaden gemacht hat, ganz einfach, Feuer-Pokémon resistieren in der ersten Generation keine Eis-Moves. Man weiß nicht wieso, aber Game Freak hatte das so designt. Bei diesem Run kommen wirklich einige komische Designentscheidungen von Game Freak zutage, aber ja, so ist es manchmal bei Challenge Runs, ich konnte hier einiges cheesen. Und Pyro war durchaus besiegbar, obwohl er hier einen Arcani hat auf Level 47. Man muss aber auch echt sagen, dieser Hyperstrahl macht eine ganze Menge Damage, auch wenn ich so unterlevelt bin. Und die nächsten beiden Bosskämpfe, die waren jetzt natürlich komplett geschenkt. Ich meine Giovanni beispielsweise im Silfko-Gebäude, der hat sogar stellenweise Eisschwäche, der ist ein kompletter Witz. Und Sabrina in der Psycho-Arena kann ich absolut zerstören über Hyperstrahl. All ihre Pokémon sind praktisch One-Shot und auch Simsala ist keine Gefahr mehr. Wer jetzt aber vielleicht denken sollte, dass ich dadurch die Levelkurve wieder eingeholt habe, den muss ich leider enttäuschen. Ich bin jetzt fast 10 Level unter dem Ace von Giovanni in der 8. Arena. Und das beste Pokémon in der Pokémon-Liga wird Level 65 sein. Bis dahin gibt es praktisch gar keine weiteren Pflichtkämpfe mehr. In der Siegestraße beispielsweise werde ich 0 Erfahrungspunkte kriegen. Aber gut, wie ist denn der dritte Giovanni gelaufen? Ich meine, die anderen beiden habe ich ja nicht mal durchgesprochen. Ich muss sagen, auch wenn ich hier unterlevelt war, war das weiß Gott nicht schwierig. Rihorn hat keine Chance gegen Eisangriffe, Diktri kann ich one-shotten über Hyperstrahl, es hat keine Verteidigungswerte und ich habe sogar eine Bodenimmunität. Nidoqueen und Nidoking haben furchtbare Movesets, ich weiß nicht, was sich Game Freak dabei gedacht hat, aber die werden praktisch gar keine Gegenwehr leisten. Und die haben auch beide eine fette Eisschwäche, weil es halt Boden-Pokémon sind. Und Rizeros ganz am Ende hat auch mal wieder keine Spezialverteidigung, ein grausames Moveset und Schwäche. Also die gesamte Arena hier ist wirklich gut schaffbar. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Liga ähnlich gut laufen wird. Weil wie gesagt, Leute, die Gegner werden jetzt immer weiter überleveln. Der Rivalenkampf vor der Liga war jetzt aber nicht so interessant, weil hier ist er noch nicht so krass überlevelt wie später beim Champfight, sein Simsala konnte ich cheesen über Hyperstrahl und gegen sein Turtok hatte ich mittlerweile sogar Donner aus dem Kraftwerk. Er wird aber später deutlich krasser gelevelt sein, wie gesagt, und dann ist er wieder eine echte Bedrohung. Letztendlich habe ich also die Pokémon-Liga erreichen können auf gerade einmal Level 43. Wie gesagt, Leute, der Champ hat ein Turtok auf Level 65. Es sind 22 Level mehr und es wird bis dahin nur noch 4 weitere Pflichtkämpfe geben. Und es beginnt jetzt direkt mit Lorelei und das ist eine Eistrainerin, die komplett überlevelt sein wird und die kann mich vielfach effektiv angreifen mit praktisch all ihren Pokémon. Bei meinem ersten Versuch habe ich es nicht mal geschafft, ihr Yugong zu besiegen. Ich kann es nicht mal konstant wegcritten, es geht nur mit Range und das Ding kann mich one-shotten mit einem Aurora-Strahl. Das ist nicht mal eine gute Eisattacke. Und selbst wenn ich es schaffen sollte, Yugong komplett wegzucheesen, indem es beispielsweise paralysiert wird und dann eine Fullpara erleidet und ich all meine Donner treffe, kommt danach Austoss, was ebenfalls Aurora-Strahl hat. Und es kommen ja noch 3 weitere Pokémon. Dieser Kampf hier ist eine absolute Vollkatastrophe. Es gibt tatsächlich nur eine Möglichkeit, diesen Kampf hier gewinnen zu können, ohne Wickel einzusetzen. Und das ist die Attacke Mimikry. Man kann nämlich manchmal Yugong und Austoss wegcheesen, wenn man lächerlich gutes RNG hat und dann kann man mit Mimikry die Amnesie von Lamos klauen von Lorelei und das ist eine Boost-Attacke, die den Spezialwert von Dragoran um 2 Stufen erhöhen kann. Also seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung in der ersten Gen, weil Amnesie war in der ersten Generation noch komplett broken. Und die Attacke Badge boostet mich auch noch, gegen was ich natürlich nichts unternehmen kann. Das wäre aber gar nicht notwendig. Weil dadurch, dass die Spezialverteidigung auch erhöht wird und nicht nur der Spezialangriff, kann ich natürlich so gut wie jede Eisattacke jetzt überleben, sollte sie mich nicht in Grund und Boden kritten. Ich muss aber dann auch noch gewinnen gegen Rossana und Lapras.
Und eine kurze Sache will ich hier noch loswerden. Hätte ich nicht dieses Play gehabt mit Amnesie, hätte ich hier praktisch meinen Run in den Sand gesetzt. Weil ich hatte zu Beginn des Runs die Attacke Agilität verlernt, die meine Init erhöhen kann. Und das Rosana von Lorelei kann mich eigentlich outspeeden ohne Probleme und ohne Boost one-shotten. Es wäre also unmöglich an Rosana vorbeizukommen, wenn ich nicht diesen Weg hier gefunden hätte, dadurch, dass ich Agilität verlernt habe, weil ein Attackenerinnerer gibt es ja nicht. So bin ich da aber drumherum gekommen und ich konnte diesen Fight hier für mich entscheiden. War aber wirklich eine besondere Lösung. Danach kam aber dann mal wieder Bruno und der ist ja bekannt dafür, nicht gerade der stärkste Trainer zu sein. Das ist jetzt der Kampf-Top 4 Trainer und der hat unter anderem zwei Onyxe, die ich beide one-shotten kann über Blizzard und dann halt noch Nocturne, Kikli und Machomai. Und diese Pokémon machen einfach sau wenig Schaden. Kampfattacken kann ich ohne Probleme resistieren und auch wenn ich hier unterlevelt bin, werden die nicht so viel Schaden machen und über Blizzard und Donner mache ich selber recht gut Damage. Man muss halt nur schauen, dass man die AP vom Blizzard ein bisschen schont und auch stellenweise ein wenig Donner verwendet. Das war zumindest die Strategie, die ich angewendet habe. Das gefährlichste Pokémon ist ja eigentlich das Machomai, aber das wird auch ständig missplayt mit Energiefokus oder KO-Attacken, die mich nicht treffen können, weil ich nun mal schneller bin. Also Bruno zu besiegen mit Dragoran ist eigentlich kein Problem und dieser gesamte Fight hier war sogar in meinem Fall ein First Try. Und man kann jetzt zwar auch gut und gerne mal ein, zwei Mal verlieren, das ist aber bei weitem kein schwieriger Fight. Also hier kam Dragoran ziemlich gut durch. Der Punkt, wo die Liga aber wieder deutlich schwieriger wird, ist bei Agathe, weil ich kann gegen die einfach sau wenig machen. Das ist die Geisttrainerin und ich kann ihr theoretisch über Mimikry Hypnose übernehmen und dann ihre Pokémon einschläfern. Die hat aber zwei Gengars, ein Apollo, ein Golbat und ein Arbok und diese Pokémon alle down zu kriegen ist unglaublich unwahrscheinlich. Ich meine bereits Hypnose hat eine Genauigkeit von 60 und die AP sind bereits beschränkt. Und wie zur Hölle soll ich die Pokémon eigentlich letztendlich besiegen? Ich meine, ich kann hier Donner und Blizzard spammen, das sind meine einzigen Optionen und meine besten Angriffe. Die beiden Angriffe Wickel und Hyperstrahl, die ich haben könnte bzw. nutzen könnte, sind ja sogar nutzlos gegen Geister. Die könnte ich nur nutzen gegen Golbat und gegen Arbok. Und wenn ich hier mit Donner oder mit Blizzard angreife, habe ich gleich drei Schwierigkeiten. Erstens, die Attacken treffen nicht konstant. Zweitens, die Attacken machen sau wenig Schaden. Und drittens, die AP sind unglaublich schnell leer. Gerade bei Blizzard, was ich zwar angehoben habe, aber ist ja trotzdem hier nur 7 AP. Das Ganze funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Ich habe das Ganze hier endlos oft probiert mit diesem Moveset, um vielleicht irgendwie eine Chance zu sehen, aber nein, ich habe einfach überhaupt keine Erfolge gefeiert. Ich konnte ab und zu mal ein paar Kills machen und ich hatte hier ein, zwei echt solide Versuche. Aber von dem Sieg war ich nach wie vor extrem weit entfernt. Und selbst bei diesen Tries habe ich einfach gesehen, die AP hätten vermutlich am Ende des Tages gar nicht ausgereicht. Bereits 2-3 Misses und der Fight hier ist komplett gelaufen, also was zur Hölle soll ich bitte aus diesem Kampf noch rausholen? Mein Dragoran ist ja einfach komplett auf Grund aufgelaufen und ich wusste nicht so ganz, was ich tun soll. Und ich war sogar kurz davor hier, ein ganzes Stück hoch zu leveln über Rare Candies. Ich hatte aber noch einen Strohhalm, an dem ich mich klammern konnte, und zwar die Attacke Hyperstrahl. Ich meine ja, ich kann die gegen Geister nicht einsetzen, aber zumindest gegen Golbat und gegen Arbok. Und wenn ich die mit Hyperstrahl besiegen sollte, kann ich so ein bisschen die AP schonen von Donner und Blizzard und diesen Fight hier etwas möglicher machen. Das war zumindest der Plan. Das heißt aber bei weitem nicht, dass man dann diesen Fight hier innerhalb von einer halben Stunde abgehakt hat. Ich habe hier Stunden über Stunden gesessen und komplett gelitten. Ich wusste aber auch, selbst wenn ich hier mit Wickel antrete, wird es nicht viel besser werden, also musste ich da einfach durch. Oder ich hätte halt an die 10 Rare Candies fressen müssen, um diesen Fight hier wirklich konstant zu machen. Das wollte ich aber nicht, weil die darf ich ja nur nutzen als letztes Mittel und ich wollte mich da irgendwie durchbeißen. Und ihr seht hier, ich hatte irgendwann diesen einen Try, wo alles funktioniert hat, der war aber unglaublich lucky. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich hier Donner und Blizzard und Hypnose getroffen habe, es hat aber irgendwie auf Krampf funktioniert und ich konnte weiterspielen. Agathe war bei weitem der schlimmste Kampf bisher im Run und sogar noch schlimmer als Lorelei. Man ist hier einfach komplett unterlevelt und den Attacken von Agathe ausgeliefert, weil bereits Nachtnebel macht unfassbar viel Schaden und Hypnose von Agathe ist ein kompletter Run-Ender. Dagegen kann man dann gar nichts mehr machen, weil mit Traumfresser macht Agathe einfach auf Dauer viel zu viel Schaden. Und es gibt ja sogar noch eine Aufwachrunde. Und die letzte Gengar hat sogar Toxin, habe ich das schon erwähnt, das macht es auch nicht unbedingt besser. Dieser gesamte Fight hier ist eine reine Qual, er ist aber ganz knapp gewinnbar, Gott sei Dank.
Danach geht's aber dann weiter mit Siegfried und dieser Kampf hier ist wieder wesentlich einfacher, weil ich kann zumindest all seine Pokémon sehr effektiv angreifen. Klar, ich bin krass unterlevelt und ich werde die Pokémon nicht konstant one-shotten können, aber es ist jetzt nicht so tragisch. Gegen Gyarados habe ich Donner, gegen die Dragoniers habe ich Blizzard, gegen Aerodactyl habe ich Donner und Blizzard und gegen Dragoran habe ich Blizzard, das hat ja eine fette mal 4 Schwäche. Wenn ich hier durchkommen sollte mit meinen Angriffen, dann werde ich extrem viel Damage machen. Und selbst wenn ich hier die One-Shots nicht so ganz hinbekommen sollte, können ja viele andere Dinge passieren. Die Gegner könnten beispielsweise missplayen oder sie könnten missen mit Attacken, die nicht garantiert treffen. Ich könnte sie wegcritten, ich könnte ihnen Freezes geben oder beispielsweise eine Paralyse mitgeben. Da gibt es jetzt zig Möglichkeiten. Ich brauche einfach nur irgendwann eine Konstellation, wo ich komplett durch das Team von Siegfried durchkomme und das ist dann auch irgendwann passiert. Ich muss aber sagen, es war knapp. Bereits kleinere Hits wie Drachenwut können hier extrem wehtun, weil so viel KP hat mein Dragoran halt einfach nicht. Es ist komplett unterlevelt und die Levelkurve hat mich längst abgehängt in der Liga. Da gibt es wirklich gar keine Hoffnung mehr und es wird auch nicht mehr besser werden. Aber hey, zumindest ist Siegfried schaffbar und es war um Längen einfacher als der Kampf gegen Agathe. Die große Frage ist jetzt also, ob ich auch gegen meinen Rivalen gewinnen kann beim Champ Battle, ohne Rare Candies einzusetzen. Ich meine, ich bin nach wie vor unter Level 50, das ist schon echt eine Ansage, denn der Rivale hat jetzt 6 Pokémon und sein Turtok ist mittlerweile auf Level 65. Das hat mit Fairness überhaupt gar nichts mehr zu tun, aber ich musste jetzt das Maximale aus diesem Kampf rausholen. Und die Strategie war hier eigentlich ziemlich klar. Ich meine, ich kann Tauboss besiegen über Donner oder Blizzard, das sollte klar sein, und wenn dann Simsala reinkommt, kann ich dessen Genesung klauen über Mimikry, wie in schon vielen anderen Runs, und dann kann ich halt damit im Laufe des Rivalenkampfes ein bisschen stallen. Man muss aber leider dazu sagen, dass extrem viele Runs direkt an Simsala scheitern werden, wenn es einfach nicht kooperiert. Wenn man das gut spielen sollte und auch ständig kritten sollte, werde ich immer wieder daran zerschellen. Wenn ich aber Simsala besiegen sollte, sieht es eigentlich relativ gut aus. Bei Berizeros kann man sich praktisch immer gegenheilen, ohne Gegenwehr, deswegen hat ein grausames Moveset und es ist einfach generell kein gefährliches Pokémon für mein Dragoran, denn es spammt ja kein Steinhagel oder so. Und ja, so Pokémon wie Arcani oder Kokowai, die sind auch nicht so mega tragisch. Kokowai konnte mich hier manchmal stoppen über Hypnose und eine Schlafchain, die endlos lang ging, das war ein bisschen unlucky, das ist aber bei weitem nicht garantiert. Es muss ja noch nicht mal konstant mit Hypnose treffen, das kann auch gut und gerne mal missen. Man muss aber leider sagen, über Blizzard macht man den Kokowai sehr wenig Schaden, also man wird eine Weile für den Kill brauchen. Und Hyperstrahl würde hier auch nicht unbedingt mehr Damage machen. Wo es aber dann wirklich manchmal frustrierend wird, ist bei Turtok. Ich meine, es ist das letzte Pokémon vom Run und es spammt einfach Blizzard. Und es wird ständig damit treffen. Es hat wie gesagt in der ersten Generation eine Genauigkeit von 90% und wenn es hitten sollte, bin ich einfach tot, egal mit welchem KP-Wert ich da ankomme. Wenn ich es aber über die Donnerattacken töten kann, bevor mich Blizzard trifft, ist der Run hier gewonnen und irgendwann ist das dann auch passiert. Und ich konnte hier tatsächlich siegen. Und damit können wir auf jeden Fall festhalten, es ist möglich nur mit einem Dragoran die gesamte Kanto-Region durchzuspielen und das pazifistisch ohne Rare Candies einzusetzen. Und ich muss sagen, diese Erfahrung hier war ein besonderer Pazifismus-Run. Ich hatte zunächst mal ein wirklich furchtbares Early Game, wo ich praktisch nur Wickel einsetzen konnte, aber ich habe mich irgendwie durchgecheest und sogar den Rocco-Kampf irgendwie schaffen können. Und dann lief es eigentlich die meiste Zeit über ziemlich gut. Ab Misty hatte ich dann ein halbwegs sinnvolles Moveset und ich habe Wickel dann auch nie wieder gebraucht, aber sobald es dann zur Liga ging, habe ich die Levelkurve einfach komplett abgehängt und das Ganze wurde zur absoluten Qual. Lorelei war fast unbesiegbar und im Mimikry hätte ich hier komplett ins Gras gebissen. Und ja, Agathe war ein ganz anderes Level. Wohl der schlimmste Kampf im gesamten Run und einer der heftigsten Pazifismuskämpfe, die ich in den letzten Wochen und Monaten machen musste. Es war aber zumindest denkbar. Und ich habe alles ohne Wickel abgeschlossen, sobald ich halt ein richtiges Moveset hatte. Eure Meinung zu dem Run hier gerne in die Kommentare. Ich denke, ich habe hier alles rausgeholt, was irgendwie ging und habe sogar die Liga abgeschlossen unter Level 50. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei, wo ich regelmäßig live streame und denkt natürlich auch bitte an den Sponsor der heutigen Folge, nämlich Raid Shadow Legends. Wie gesagt, Link dazu ist in der Videobeschreibung, das Spiel ist vollkommen kostenlos und ihr könnt da sehr gerne mal vorbeischauen. Und lasst mir auch sehr gerne hier ein Abo da und bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben, von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe einiges geplant und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch.
Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh! Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.